Wir machen heute ein Küchenmakeover, ein bisschen ja, mit Farbe arbeiten. Und hier kommt noch eine Platte, eine Arbeitsplatte drauf, obwohl uns die jetzt auch sehr gefällt. Die haben wir selber gemacht. Aber wir probieren es jetzt mal so, dass wir die gleiche Arbeitsplatte drauf machen, wie auch hier ist. Und hier an die Rückwand, da kommt ein bisschen Farbe, so ein Grünton, da freue ich mich schon drauf. Und die Regale werden etwas anders angeordnet, weil ich da mal was probieren will. Und ja, ich bin gespannt, wie es wird, wie es dann am Ende aussieht. Und ich wollte es mal kurz festhalten, damit ich ein Vorher-Nachher-Ergebnis habe. Habt ihr auch eine Küche, wo ihr sehr viel selber macht auch oder ausprobiert? Ja, das ist das Nachher-Ergebnis. Ich bin sehr zufrieden damit und finde die Anordnung jetzt sehr schön und bin sehr happy in meiner DIY-Küche. Und ja, da wir sehr viel kochen, nutzen wir auch alles, was wir haben, rauf und runter und sind sehr glücklich mit allem, was wir besitzen und was wir haben und bin sehr froh, dass wir das so schön und so gut hinbekommen haben. Jetzt sind auch die Einzelheiten noch fertig geworden mit der weißen Platte, die haben wir noch abschneiden lassen. Und die weißen Regale auf der rechten Seite sind noch dazugekommen. Und somit sind wir fertig mit unserem Makeover.